Hallo, willkommen beim Stand von Rise of Knights Records. Wir sind ein christliches Tonstudio. Wir kommen aber auch gerne zu den Musikern nach Hause, packen unseren Kram ein, sind mobil und kommen zu euch. Wenn dem Songwriter die Musiker fehlen, dann haben wir ein großes Musikernetzwerk über ganz Deutschland und sogar Österreich und Schweiz verteilt mit Amateurmusikern und auch Profis, die gerne unterstützen, die Lieder mit einzuspielen. Wenn es gewünscht ist, produzieren wir auch Musikvideos mit den Künstlern. Wir sind auch live tätig und unterstützen euch gerne mit Technik und Mixing live bei euren Straßeneinsätzen oder Konzerten. Wir haben zwei Bandprojekte. Wir haben eine Metalband und eine Mittelalterband, mit denen wir evangelistisch unterwegs sind auf Mittelaltermärkten und wo wir gerade auch an unseren ersten Albumproduktionen arbeiten. Schaut euch gerne unsere Videos auf YouTube an oder hört euch unsere Musik auf Spotify an. Folgt uns auf Instagram. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr uns auch gerne buchen oder besucht uns im Studio. Ja, das ist unsere erste Messe und auch unsere erste Mär, die wir mitmachen und miterleben dürfen. Es ist unfassbar viel los, unfassbar viele Menschen, sehr nette Menschen und interessierte Menschen. Und wir hatten echt coole Begegnungen. Und so mein Highlight war der Metal Lukas, der direkt auf mich zukam, mich fokussiert hatte, mir die Hand hinstreckt und sagt, Musikproduktion? Ja, machen wir. Und direkt, eigentlich so ein Projekt klar gemacht haben. Das war schon cool, cooler Typ. Für uns ist dem Meer eine tolle Möglichkeit, sich zu vernetzen. Zum einen die ganzen Besucher, die am Stand vorbeilaufen, mit denen man ins Gespräch kommt und die ein Kärtchen mitnehmen und hoffentlich auch auf unseren Kanal kommen. Zum anderen aber auch die ganzen Aussteller, die unser Netzwerk erweitern und bereichern, seien es Verlage, Radiosender, Fernsehsender oder andere Künstler. Auch spannend ist, dass hier Christen von allen Konfessionen am Stand vorbeikommen und viele fragen auch, ja, was bedeutet denn der Ritter oder was bedeutet denn Rise of Knights? Und wenn man dann unser Projekt vorstellt und unsere Vision, dann ist es interessant zu sehen, dass eigentlich jeder weggeht mit dem Gedanken, wow, das ist wichtig, das ist wertvoll. Und sie schätzen, dass wir in der Szene Mittelalter und Metal arbeiten und dort Licht sind. Und wir zeigen euch heute mal ein paar Stände, mit denen wir hier so in Kontakt gekommen sind. Hallo, wir sind Alex und Koi von Bible Power. Wir haben einen Online-Shop, wir lieben Gottes Wort und das wollen wir einfach mit unseren Produkten ausdrücken. Uns ist es wichtig, Gottes Wort anzuziehen, dass es in unserem Alltag sichtbar wird. Das heißt, es gibt bei uns Kleidungsstücke, es gibt Taschen, es gibt Tassen, es gibt Kissen, Mützen, wo auch immer du Gottes Wort brauchst, auf dem Kopf, auf der Brust, auf dem Rücken. Unsere Vision ist, dass Gottes Wort mehr in unserem Alltag sichtbar wird, dass wir Gottes Wort verinnerlichen und wenn wir es auch im Alltag immer wieder vor Augen haben, dann nehmen wir es mehr auf und es kommt vom Kopf mehr in unser Herz rein. Also ich bin Wolfgang, du bist? Karin. Wir sind verantwortlich in Berlin für St. Nikolaus, Brot des Lebens, geistliche Gemeinschaft. Das heißt, wir leben zusammen. Und was uns wichtig ist, das ist zuerst mal das Gebet. Deswegen sind wir auch hier in Augsburg beten. Ich glaube, dass man eigentlich gar nicht richtig leben kann, ohne zu beten. Beten ist wie Atmen. Ich selber bin Diakon, Obdachlosenseelsorger. Also ich bin viel auf der Straße auch unterwegs. Das Leben mit den Armen, auch die eigene Armut, die eigene Grenzen zu erkennen. Das ist was, was uns wichtig ist. Und immer wieder bildet hier Kinder, das Kleine, das Schwache. Du Gott der Armen und der Kleinen. Wir leben in Berlin-Friedrichshain, mitten in der Stadt. Und wir sind sehr dankbar, dass wir dort in so einem kleinen Häuschen von Ordensschwestern leben dürfen. Das haben wir gepachtet. Und wir haben sehr, sehr auf dem Herzen, das Haus St. Nikolaus aufzustocken, um mehr Raum zu gewinnen für Menschen, die mit uns leben wollen, die wir auch gerne aufnehmen wollen. Und für unser Bauvorhaben, das weiß man in der heutigen Zeit, sind die Baupreise explodiert, sind wir sehr, sehr auf Unterstützung angewiesen, auf Spender und Spenderinnen und ja, auf Netzwerk vor allem. Und dass die Leute es weitererzählen. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Kapelle öffnen für die Öffentlichkeit, dass die viel besser zugänglich ist, dass die Menschen gerne kommen, weil unsere jetzige Kapelle ist sehr, sehr versteckt und verschlossen. Also wir wollen die Türen öffnen und für die Menschen einfach präsent sein. Was mir an der Meer sehr gut gefällt, ist, dass er eigentlich zwei Themen hat. Das eine ist, wir beten, dass Menschen wieder das Beten lernen.
Ich glaube, jeder Mensch kann beten, aber dass er wieder dazu findet, zu beten. Und das Miteinander. Dass wir als Christinnen und Christen miteinander unterwegs sind. Und den Menschen, die oft suchen, Zeugnis geben. Und da ist es uns wichtig, einfach zeichenhaft in Berlin auch dieses Bauvorhaben ein Stückchen weit mit voranzubringen, auch in die Sprache zu bringen, die Menschen suchen. Und hier ist ein Ort, wo Menschen über Jesus sprechen. Deswegen sind wir hier. Ja, ich bin der Patrick, ich bin von Adonia. Wir sind hier mit dem Stand da, um Werbung für unsere Musical Camps zu machen. Bei den Musical Camps ist es im Prinzip so, dass wir 3 Tage Probetage haben und Teens die Möglichkeit haben, sich in ihren Talenten auszutoben, ein Solo zu singen, im Chor mitzusingen, in der Band zu spielen und so weiter und so fort. Und danach geht man 4 Tage lang auf Tournee und hat an jedem Abend ein Konzert. Und das ist total cool für Teens und auf der anderen Seite auch super cool für die ganzen Konzertbesucher, die vielleicht das erste Mal in ihrem Leben eine Bibelgeschichte hören, live, weil sie einfach denken, hey, cooles Konzert, ist kostenlos. Das macht Adonia und ja, ich freue mich voll, hier zu sein. Hi, ich bin Rebecca von der Christlichen Musik- und Kunstakademie. Wir sind ein gemeinnütziger, überkonfessioneller Verein. Und wir haben gestern bei der Mehrkonferenz das Eröffnungskonzert mitgestaltet mit der Worship-Symphonie. Das ist eins unserer großen Projekte, dass wir sagen, hey, wir wollen mit großem Orchester, mit Band verschiedene Lobpreisrichtungen zusammenbringen, dass Christen gemeinsam Gott loben und anbeten können. Und ja, wir haben hier einen Stand bei der Mehr und stellen auch unsere verschiedenen Ausbildungsangebote vor, weil wir viele online Worship-Angebote haben, auch zum Weiterbilden, eine Ausbildung haben, eine nebenberufliche für Gemeinde- und Anbetungsmusik. Und das ist richtig cool, dass hier einfach so viele verschiedene Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Ecken von Deutschland, Konfessionen und man einfach im Austausch ist, ja, auch über solche Themen. Und ich finde es richtig, richtig schön, hier zu sein. Mein Name ist Jochen Thumann, ich bin Vertreter von der Stiftung Schleife in der Schweiz, in Winterthur, in der Nähe von Zürich. Und wir sind hier an der Mehr, einfach weil wir uns präsentieren wollen, unsere Arbeit präsentieren wollen. Uns gibt es seit 30 Jahren. Wir haben in unserer Gemeinschaft, in unserer Bewegung relativ viele Leute aus unterschiedlichen gemeindlichen und Konfessionsausrichtungen. Wir kommen ursprünglich aus der reformierten Landeskirche in Winterthur-Seen. Also sind eher reformiert geprägt, haben aber viele Katholiken auch in unserem Team und sind heute eigentlich eine Art freikirchlich unterwegs. Wir sind sicher Speerspitze im Bereich Lobpreis und Seelsorge im deutschsprachigen Raum gewesen vor 20, 30 Jahren und sind immer noch Schwerpunkte, die wir heute haben. Wir machen sehr viele Seminare, Konferenzen, Ausbildungen. Wir haben zum Beispiel unsere Werkstätten, wo wir Seelsorger ausbilden. Wir haben Heart of Worship, wo wir Anbeter, Künstler ausbilden. Prophetie ist uns etwas sehr, sehr wichtig ist, einfach den Menschen in Verbindung zu bringen mit dem Reden Gottes und ihnen einfach zu zeigen, dass es relativ einfach ist, Gottes Stimme zu hören und es im Alltag dann auch anzuwenden. Und so haben wir relativ viele Veranstaltungen. Wir haben auch jeden Dienstagabend einen Gottesdienst, 19.30 Uhr, den wir immer streamen. Auch da sind sehr, sehr viele Leute aus Deutschland dabei, die uns verfolgen. Ja, und lad Sie einfach ein, die Stiftung Schleife besser kennenzulernen über www.schleife.ch oder über unseren Schleife-TV-Kanal, wo Sie alle Veranstaltungen miterleben können und live mitschauen können. Also ich bin die Christiane von der Segenskunst und das ist die Tanja Strass von Holy Art Gallery. Und ich habe tatsächlich keine Galerie, sondern das sind alles meine Bilder. Wir haben ein Atelier zusammen in der Jakober Vorstadt in Augsburg. Und die Tanja ist zum ersten Mal hier auf der Mehrkonferenz. Genau, und wir machen prophetische Malerei und wir lieben einfach Jesus. Und die Tanja, die macht vorwiegend Bibelgeschichten und was Gott ihr aufs Herz legt. Ich mache gerne auch Auftragsarbeiten, aber verkaufe auch viel über meine Homepage, Drucke und Karten. Und freue mich wahnsinnig, jetzt hier zu sein. Das ist ein riesengroßes Abenteuer für mich. Natürlich auch ein bisschen ein Wagnis, aber ich freue mich so und es tut mir so gut zu sehen, wie Leute berührt werden von meinen Bildern. Meine Vision ist tatsächlich, dass meine Bilder predigen. Ich finde, dass Kunst was ganz Besonderes hat, weil viele Sachen gehen irgendwie über den Kopf und versuchen dann ins Herz zu gehen. Und ich habe so das Gefühl, dass Kunst oft es gut schafft,
den Kopf zu umgehen und direkt ins Herz zu gehen. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Mein größter Wunsch ist, dass meine Bilder wirklich predigen und darüber sprechen, wie ist Gott. Und so dieses Gefühl geben von Gottes Liebe, das ist eigentlich meine Vision. Und auch mutig sein. Ich habe Themen wie auf dem Wasser laufen, weites Land. Also ich habe einen prophetischen Ermutigungsdienst Segenskunst. Und die Vision ist natürlich auch das Vaterherz Gottes. Dieser Dienst, der kommt aus dem Vaterherz Gottes. Ich bin Evangelistin, ich gehe ganz viel auch in die Welt evangelisieren. Und ich möchte einfach mit meiner Kunst den Leib Christi stärken, ermutigen, aber auch korrigieren. So ist dieses Feuer Gottes. Im Zentrum sind so meine Segensteine mit dem Wort Gottes, aber auch prophetisch in eine abstrakte Richtung und ganz viel, was der Heilige Geist mir einfach aufs Herz legt. Hi, ich bin Steffen Wönges von der Christlichen Verlagsgesellschaft in Dillenburg. Ihr seht mich hier auf der Meer. Wir sind ein kleiner Verlag, der so eine eigene Bibelübersetzung hat. Die seht ihr hier im Hintergrund. Aber auch andere christliche Bücher rausbringen, wo wir einfach Christen versuchen, in ihrem Glaubensleben weiterzubringen, sie zu stärken, aber auch irgendwie Mut zu machen, anderen gegenüber ihren Glauben zu verteidigen. Und das wollen wir hier einfach auf der Meer auch den Leuten zeigen. Zum anderen verschenken wir hier auch ein Buch an jeden, der Bock drauf hat, einfach um unser Verlag auch so ein bisschen in der Szene bekannt zu machen. Ja, und wir genießen das total, hier auf der Meer zu sein. Es ist ein wahnsinniges Publikum, total aufgeschlossen, total schön. Und wir genießen es total.